Willkommen zurück zu Mario Party 10. Hallo. Auf diesem Waldspielbrett erwartet dich Buhu, der Spukpfad. Wir legen los. Ich glaube, das ist mein Zweitlieblingsbrett in dem Spiel, oder? Ah, nee. Ich glaube, das mit den Wolken war mein Lieblings. Ja, dann macht das doch Sinn. Ein Wolken ist dein Lieblingsbrett und das ist dein Zweitlieblingsbrett. Ich weiß aber gerade nicht, welche... Die sind beide sehr gut. Ja, je mehr gute Bretter, desto besser. Aber ich weiß nicht, welche ich spiele. Also ich spiele jetzt Daisy, ich wechsle mich dann immer ein bisschen ab. Ja, das mache ich im nächsten Part dann auch. Beziehungsweise ja. Bei der nächsten Party. Wir wechseln mal ein bisschen durch und wir haben uns jetzt auch darauf geeinigt, Peach wird immer auf meisterlich, weil sie soll ja auch eine Bitch sein, sonst wäre es ja langweilig. Eben. Ich darf schon wieder anfangen. Ich habe das Gefühl, du wirst jetzt die ganze Zeit immer anfangen. Das glaube ich auch. Let's go. Komm, Rosalina, eine 4. Beste 4. Beste. Wolltest du nicht beim letzten Brett auch direkt eine 4 haben? Ja. Peach übertreibt mal wieder direkt. Ich habe schon Angst vor den Minispielen. Bei einer meisterlichen Peach. Ich meine, die schon im letzten Part war schon grenzwertig. Und da war sie nur auf schwer geschaltet. Das ist noch kein allzu hoher Schwierigkeitsgrad. Waluigi ist aber auf schwer. Langweiler. Wer weiß, vielleicht ist da jetzt ein verstecktes Minispiel. Oder auch nicht. Yay. Ich finde die Glück gehabt, Events irgendwie total langweilig. Aber sie können nützlich sein. Ja. Das stimmt, aber... Ich finde, hätte man ihn noch besser darstellen können. Das ging ja schnell. Also jetzt darf man keine 3 würfeln. Ja, gut. Eine Minispielbox. Oh, 2 gegen 2. Entweder bin ich mit Waluigi oder mit dir in einem Team. Mit Waluigi. Ich bin Peach. Oh. Das werdet ihr gewinnen, wetten. Es ist doch jetzt Bewegungssteuer. Ja. Ja. Aber zum Glück nicht mit der Sensorleiste. Oh, Peach! Nein! Nein! Was macht ihr da? Was macht ihr? Ihr habt uns gerade voll geholfen, danke! Man hätte dieses Minispiel auch Ball-Ball nennen können. Wow, dafür, dass Peach auf meisterlich ist, hilft die dir ja wirklich gut. Ich glaube, ich trolle eher sie gerade. Nee, die hilft uns ja dabei, ein Eigentor zu machen. Beste. Ich bin so gut gewesen. Aber wirklich so gut. Ich mag die Siegesanimation von Daisy voll. Ist irgendwie voll süß.
Schwupp! Ja, Peach, drück dich mal schön. So, der Bu zieht einem immer jede Runde ein bisschen ab, aber nur der, der betroffen ist. Der Bu ist sehr unfair. Ist er das nicht irgendwie in jedem Mario Party, in dem er nicht ein spielbarer Charakter ist? Ja, eigentlich ja. Sammle eine Menge Früchte! Immer diese Beschreibungen, ey. Was, wenn ich keine Früchte sammeln will? Keine Ahnung. Dann verlierst du das Minispiel, so einfach ist das. Und praktisch, da ist gerade so eine Dreierfrucht in mir gespawnt. Ich konnte aber nicht erkennen, was das war. Oh, mit einem Punkt habe ich Peach überholt. Danke, Peach. Dankeschön. Ich liebe dich. Nicht. Ja, ich guck dich jetzt böse an. Siehst du das? Der Rosalina-böse Blick. Nee, warte. Rosalinas böser Blick. Was laber ich da? Der Rosalina-böse Blick. Ich hatte gerade schon Angst, dass ich eine 3 würfle. Oh, stimmt. Das habe ich ganz vergessen. Oh, Doppelwürfel. Warum kriegst du einen Doppelwürfel? Bist du nicht Erster? Ich krieg den Doppelwürfel, weil ich derjenige bin, der uns zum Toadhaus gebracht hat. Also du könntest darauf gehen, wo du Ministerne verlierst oder dort, wo du keine Ministerne verlierst. Ernsthaft, warum sollte man da jetzt nach links gehen? Peach hat Bowser befreit. Ich weiß es nicht. Oh stimmt, hier kann ich ja den Gamepad-Sound mal anmachen. Wow! Natürlich rundet er bei ihr ab. Ja, Peach, das hast du ja toll gemacht. Irgendwie tut mir die jetzt sogar leid. Mir nicht. Ist so. Sie hat's verdient. Ist bei der Amiibo-Party. Nur mal so schon voraus. Wie sollen wir das machen? Dass du dich für einen entscheidest. Und ich nehme dann halt immer denjenigen, dessen Brett wir spielen wollen. Sagen wir, du nimmst dann immer Rosalina. Und ich nehme dann immer, wenn wir das Mario-Brett spielen, dann nehme ich Mario und so weiter und so fort. Ach so. Ja, lass uns das so machen. Außer bei Peach, beim Peach-Brett. Könntest du dann Peach nehmen? Ja, kann ich machen. Ich will nicht Peach spielen. Soll ich den Doppelwürfel nehmen? Das bringt irgendwie nichts, weil bei einer 3 halten wir sowieso an. Wow, gut, dass Peach gerade Bowser befreit hat, sonst wäre ich dran gewesen. Warum bin ich nicht so weit vorne? Was ist? Warum ich so viele Mini-Sterne habe? Weil du vorhin
durch 13 Ministerne gefahren bist bei deiner letzten Runde. Echt? Achter. Oh. Hast du allein durch Würfeln 13 Ministerne bekommen? Was wollen wir denn haben? Ich bin für Mega Robocoopers Kettenjagd. Dieser Name. Mega Robocooper. Yeah! Neuer Smash Bros. Charakter. Ja, wenn sogar Cloud aus Final Fantasy 7 in Smash Bros. Sein darf, dann auch der Mega Robocooper. Apropos, was hältst du eigentlich davon? Du konntest ja mir nichts schreiben mehr dabei. Ja, also jetzt noch von dem komplett, weiß ich jetzt nicht, also komplett von dem Ja, von der kompletten Direct, ab dem Zeitpunkt, wo du mir nichts mehr schreiben konntest bei dem Reaktionsvideo. An das, was dir besonders gefallen hat, das ist dir ja wohl in Erinnerung geblieben. Der Rest scheint dir dann ja recht egal zu sein. Ja, ich kann mich an Nintendo Badge Arcade erinnern. Eigentlich mag ich das ja nicht. Ich krieg das ein bisschen auf, dass man 1 Euro zahlen muss, um nur 5 Runden zu spielen. Ja, das ist auch so. Ich habe mir das geholt. Man kann sich das ja umsonst runterladen. Dann habe ich direkt ein paar Mario Orden oder was auch immer das ist bekommen. Aber ab jetzt müsste ich halt immer 1 Euro bezahlen. Und ich will mir nicht extra für eine eShop-Karte holen, weil mir 1 Euro fehlt. Ja. Was ist denn los? Au. Oh, jetzt zeigt Peach aber, wie bitchig sie sein kann. Aber allgemein kann ich mich dann nur noch an Smash Bros. Erinnern. Was hältst du davon? Cloud, das ist jetzt wieder ein Schwertkämpfer, aber an sich fand ich den Charakter interessant. Also ich würde mir den eher nochmal selber spielen, bevor ich ihn mir kaufe. Das finde ich auch mal ganz praktisch, wenn man so einen Charakter einfach nochmal antesten kann für eine kurze Zeit. Ich werde mir ja sowieso alles kaufen, das kannst du mal mir antesten. Ja. Ich glaube, die Party gewinnst du, wenn du schon wieder irgendwas machst. Dafür hast du die letzte Party gewonnen. Ja, das stimmt. Das reicht mir. Aber wie findest du denn die Charakterauswahl? Also, hättest du dir Cloud vorher auch gewünscht? Eigentlich nicht, nein. Nicht wirklich. Ich finde das seltsam, weil sein Spiel ja nie auf einer Nintendo-Konsole erschienen ist und jetzt sogar ein Remake kommt für die PlayStation 4 davon, das gerade in Entwicklung ist. Das ist irgendwie, als würde Nintendo seine Konkurrenz promoten. Ja, ich würde sie jetzt aber nicht so als Konkurrenz. Also sie sind ja schon Konkurrenten, aber irgendwie sind sie ja auch, verstehen sie sich ja auch gut. Ja, ich meine, der Grund, warum die PlayStation überhaupt existiert, also generell die PlayStation-Reihe, ist ja, weil Sony und Nintendo ja einen Deal hatten für eine CD-Konsole und was die Gründe waren, aber Nintendo ist aus dem Deal ausgestiegen, da hat Sony einfach alleine weitergemacht. Und ich meine, ich weiß, mit PlayStation kenne ich mich nicht so gut aus, aber ich weiß, dass mal in einem Interview irgendwie der Erfinder der PlayStation gesagt hat, dass er, glaube ich, sogar 3 Wii Us besitzt und Nintendo-Fan ist. Also, wirklich Konkurrenten sind sie ja nicht, aber irgendwie auch schon. Was machst du? Rosalina, sowas nennt man Cheaten! Du kannst zwar schweben, aber das ist trotzdem Cheaten! Ihr habt mich einfach alle runtergeschoben! Rosalina hat einfach gesagt, ich brauch doch keinen Boden, ich schweb eh die ganze Zeit. Ich guck euch jetzt wieder böse an. Siehst du das? Das war unfair. Ey, wenn ich jetzt wieder dran bin. Hast du nicht diesen einen Würfel? Obwohl, nee. Ich hab 1, 2, 3. Ich bin jetzt dran. Oh, Peach? Die wird aber eine 1 würfeln und dann auf das Glück gehabt Feld kommen. Wir hatten...
Oh, fast. Oh, hast du gerade gesehen, wie Peach geguckt hat? Mhm. So voll in Angst, das hat mir gefallen. Ernsthaft, das hat mir gefallen! Oh, ein Kampfmini. Schau dir mal diese Toads an. Die schauen uns garantiert nicht an und jubeln einfach irgendwie in die Ferne. Irgendwie schon. Vor allem der gelbe Toad. Das war zu sexy für diese Welt. Das Minispiel kommt voll selten dran. Echt jetzt? Ja, also bei mir jedenfalls. Wirbelte durch wiederholtes Drücken von 2 umher und schubste alle anderen runter. Okay. Aber nicht zu doll wirbeln, sonst wird dir schwindelig. Und dann bist du kurz bewegungsunfähig. Yeah! Rosanado. Hallo, ich bin die Queen. Rosanado. Jawoll, Waluigi. Und wer bekommt ihn ab? Mein Leben. Doppelwürfel! Naja, hat's jetzt nicht wirklich gebracht. Wow. Das hat's überhaupt nicht gebracht! Mein Beileid. Komm, gib mir die 10.000 Mini-Sterne! Ja, ich kann mit 10.000 Mini-Sternen umgehen. Naja, fast. Eine Aspekt. Leck mich ab! Also, ich würde dir empfehlen, eine 6 zu würfeln. Und dann nach links zu gehen. Schau mal, ich helfe dir sogar. Bin ich nicht sozial? Aber trotzdem danke. Jetzt wird die auch nicht bevorzugt. Ja, immer der Letztplatzierte. Ja, aber Peach darf aus Prinzip schon nicht bevorzugt werden. Was soll sie denn sonst sein, außer der Letzte? Ja, gut. Komm schon, gib ihn wieder Peach. Peach, Peach, Peach! Wow. Wow, hast du Glück gehabt. Ich hab in dieser Party ausnahmsweise mal wirklich Glück. Tatsache. Peach, wehe, du gibst ihn jetzt mir ab. Wehe! Wehe! Du hast mich, Peach. Du hast mich. Und ich dachte, mich hasst sie. Bitte. Es geht. Minispiel! Rosalina sieht im Vergleich zu den anderen so riesig aus, oder? Finde ich auch. Die ist auch, glaube ich, viel größer als Peach und Daisy.
Wieder das. Gewonnen. Und ich bin Dritter. So schlecht habe ich mich gar nicht gefühlt. Daisys Gesicht. Oh. Daisy hat irgendwie Rückenprobleme oder so. Ich bin wieder die Queen. Rosalina ist auch eine Königin. Für mich ist sie gar keine Prinzessin. Ich glaube, sie hat ja noch nicht einmal... Sie hat einfach nur eine Krone auf. Ja, gut, warum nicht? Stibitzen! Ich mach die Augen zu. Okay, war Luigi. Dankeschön. Komm schon. Die Hälfte! Ja, gut! Siehst du, ich sag ja, Daisy trollt am meisten. Aber ich bin Daisy. Ja, du trollst. Aber ich hab gerade Waluigi getrollt. Und nicht dich. Aber du trollst. Was macht Daisy da? Ich muss mein Kind zurücklegen. Bitch, kann ich das ehrlich zu wirken? Oh nein. Das. Mit Sensorleiste. Ist das nicht das Spiel, wo die CPUs so hart abgehen? Manchmal. Du weißt aber, was du machen musst? Ich muss die Puzzleteile vervollständigen. Ja, man muss einfach die andere Hälfte von dem finden, was dir vorgegeben wird. Oh, bist du sexy, Blooper? Warte. Alle haben 10, außer Waluigi, der hat 4. Na, warte. Ich glaube, das habe ich gewonnen. Yep, das hast du.
explodiert einfach in Blasen. Der war halt voller heißer Luft. Macht Sinn. Und jetzt gewinnt sogar Luigi. Das wäre dermaßen trollig. Also am langsamsten war halt schon. Ja, man hat von ihm irgendwie nicht viel mitgekriegt. Und du warst am schnellsten. Hohoho. Ich glaube, das ist zwischen uns jetzt tatsächlich ganz knapp. LOL! Tja, wer gewinnt hier? Ich sag doch, es ist zwischen uns ganz knapp. Oh ja. So, schauen wir uns das mal an. Da? Noch hinter dem letzten Strich hast du uns überholt. Hast du mich überholt? Am letzten Minispiel. Beim allerletzten Minispiel. Und natürlich wird dein Ministern-Comeback mal wieder gezeigt. Naja, das ist jetzt auch nicht so wichtig. Das macht mich glücklich. Ja. Mal sehen, wie es beim nächsten Mal ausgehen wird. Bis dann, ciao.